An der Universität in Paderborn gibt es einen Priester und Privatdozenten im Fachbereich katholische Theologie, der einen unglaublichen Zulauf bei den Studenten findet, der mit seinen Büchern und der tiefenpsychologischen Auslegung der Bibel Menschen erreicht, die mit Kirche kaum noch etwas zu tun haben wollten. Da gibt es also diesen Eugen Drewermann, der Kirche zu gefährlich geworden ist. Seine tiefenpsychologische Interpretation der Bibel, in die er Mythen, Märchen und Träume auch aus nichtchristlichen Kulturen mit einbezieht, sorgt seit Jahren für Unruhe in der Kirche. Da weicht einer ab vom vorgeschriebenen Pfad der Lehre, sodass, und das ist in den letzten Tagen bekannt geworden, Kardinal Ratzinger als oberste katholische Glaubensbehörde sich veranlasst sah, gegen Drewermann tätig zu werden. Ob es nun ein Verfahren gegen Drewermann geben wird, an dessen Ende ihm vielleicht die Lehrbefugnis entzogen werden kann, ist noch nicht klar. Klar allerdings ist, wie und mit welchen Methoden die Kirche einmal mehr gegen einen unliebsamen Kritiker vorgeht. Meinolf Fritzen berichtet. Ich weiß bis heute nicht, um welche Punkte es in welchem Gremium zu welchem Zeitpunkt wirklich geht. Ich habe weder eine Akteneinsicht noch irgendeinen Überblick. Und mein zuständiger Erzbischof hat bis vor einem Jahr noch in einem letzten Gespräch, das relativ kurz war, erklärt, dass er von all den Dingen nichts wisse. Ich muss in der Zeitung lesen und im Rundfunk hören, was tatsächlich passiert, und erfahre seit über 4, 5 Jahren ständig von Maßnahmen zur Ausgrenzung. Da wurden etwa Buchhandlungen unter Druck gesetzt, seine Bücher nicht oder nur unter dem Ladentisch zu verkaufen. Ein Rundschreiben erging an Lehrer Bildungsstätten, ihn nicht auftreten zu lassen. Viele in der Kirche scheinen Eugen Drewermann wirklich für eine Gefahr zu halten. Den Theologen, der kompromisslos die Moderne, besonders aber die Erfahrungen der Psychoanalyse in den Glauben integriert und der damit vielen Menschen zu helfen scheint. Jedenfalls kommen sie in seine öffentlichen Vorträge. Amtsträger der Kirche und Drewermann-Kritiker hingegen scheuen die Öffentlichkeit. Wie schon so oft müssen wir einen Drewermann-Film ohne sie machen. Was eigentlich gegen den unliebsamen Priester unternommen wird, bleibt obskur. Der Vorsitzende der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Wetter, möchte sich zu Drewermann nicht vor der Fernsehkamera äußern. Der für Drewermann zuständige Ortsbischof, Erzbischof Degenhardt von Paderborn, auch nicht. Und ebenfalls nicht der frühere Dogmatikprofessor und heutige Bischof von Rottenburg, Walter Kasper, von dem man schon früher hören konnte, öffentliche Gespräche würden Drewermann nur aufwerten. Man fürchtet wohl zu viel Publizität. Dürftig waren auch die Auskünfte bei der Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz. Der Vorsitzende, Bischof Lehmann, bestätigte in der Sache nur, dass Erzbischof Degenhardt indiskrete Presseberichte bestätigt hat. Im Grunde genommen hat er uns genau das gesagt, was er in dem Interview gestern gemacht hat oder was Sie in der FAZ oder anderswo nachlesen konnten. Insofern also ist der Wissensstand, den wir haben, nicht größer als das. Damit ist klar, die Weisung kam aus Rom, gegen Drewermann etwas zu unternehmen, von Kardinal Ratzinger, dem obersten Glaubenshüter, persönlich. Bekannte deutsche Drewermann-Kritiker, die Professoren Lohfink und Pech besonders, waren im Vorfeld allerdings auffallend häufig im Umkreis des Präfekten der römischen Glaubenskongregation gesehen worden. Unter Berufung auf jene Professoren hat Kardinal Ratzinger bereits im Frühjahr in einem Buch über die Schriftauslegung sein Urteil über Drewermann in knappen Sätzen gefällt. Hier werde die Bibel gegen ihren eigenen Willen gelesen. Damit hatte Rom bereits gesprochen. Es ging nur noch um die Ausführung. Und die deutschen Bischöfe, so scheint es, sind ein williges Ausführungsorgan. War doch speziell die Moraltheologie schon einmal Gegenstand ihrer Beratung. Dabei wurden damals übrigens Diffamierungen laut, die später zurückgenommen werden mussten. Die Glaubenskommission hat sich vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren schon ein-, zweimal befasst. Und zwar einfach aus eigenem Antrieb, weil man sagte, das sind Bücher, die einen hohen Einfluss haben, man muss manches doch mal genauer sich ansehen, und von da aus ist dann auch der Sammelband Kasper Görres dann entstanden, der Diskussionsband. Der Bischof bestätigt also, dass dieses Buch über Drewermann ein von der Glaubenskommission bestelltes Auftragswerk ist. Bisher wurde genau dies bestritten. Es handele sich um freie wissenschaftliche Diskussion. Man hat die Öffentlichkeit über ein Jahr lang belogen.
Und paradoxerweise wird mir jetzt erklärt, ich hätte auf die Quaestio als eine offizielle Anfrage auch in aller Form Stellung nehmen sollen. Vertreter kann die Welt schwer laufen. Doch, es geht noch Vertreter. Der theologische Herausgeber des Buches heißt Professor Walter Kasper. Mittlerweile ist er zum Bischof von Rottenburg geworden. Der zuständige Ortsbischof Degenhardt holt sich nun Rat bei der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und in dieser sitzt mittlerweile als anerkannte wissenschaftliche Kapazität Bischof Kasper von Rottenburg. Vorsitzender der Glaubenskommission ist Kardinal Wetter, der Auftraggeber jenes einst als Beispiel reiner Wissenschaft gerühmten Werkes. Sollte der verantwortliche Hirte nun eine Maßnahme gegen Drewermann ergreifen, so wäre wiederum die Glaubenskommission die Berufungsinstanz, an die Drewermann sich wenden könnte. Im Klartext, er könnte sich an die wenden, die ihn schon vorverurteilt haben und die das Gutachten lieferten, das die Maßnahme des Bischofs stützte. Es ist wie bei Kafka. Der Prozess findet überall statt. Das Gesetz irrt sich nie. Das Gesetz sucht seine Schuldigen. Und man sagt am Ende, ohne die Travestie jeder Rechtsordnung dabei selber noch zu begreifen, es wäre doch so einfach, wenn Drewermann seine Privatdozentur selber zurückgeben würde. Das ist wirklich der kafkaische Ausgang des Finales. Es hat der vermeintliche Delinquent selber der Institution die Exekution zu ersparen, indem er sie selber an sich vollführt. Das Gesetz behält reine Hände. Die Rechtsunsicherheit ist total. Denn nicht einmal das ist sicher, ob es überhaupt zu einem rechtlich geregelten Verfahren kommen wird, in dem es ein Anwaltsrecht, Akteneinsicht und so weiter geben würde. Der Bischof kann sich des Lehrbeanstandungsverfahrens bedienen, er muss es aber nicht. Er muss es nicht. Die kirchliche Obrigkeit indessen versucht, dem Opfer zuzuschreiben, dass alles so kommen musste. In einem Hörfunkinterview des WDR am Rande der Bischofskonferenz sagte Erzbischof Degenhardt: Leider hat sich Dr. Drewermann der Diskussion seiner Aussagen zwischen Professoren und ihm weitgehend entzogen. Sie wissen vielleicht, dass seit anderthalb Jahren ein Buch von Professor Kasper, Professor Görres, auf dem Markt ist. Und dazu hat sich Dr. Drewermann bisher leider gar nicht geäußert. Diese Behauptung kann so nicht stehen bleiben. Nach meiner Kenntnis der Sachlage, verehrte Zuschauer, sagt Erzbischof Degenhardt an dieser Stelle nicht die Wahrheit. Eugen Drewermann hat auf Anfragen und Vorwürfe geantwortet und nicht er, sondern seine Kritiker haben sich, soweit meine Kenntnis reicht, gegen Gespräche gesperrt. Folgende Punkte. Erstens, 2 Stunden Programm in Dreisat und ZDF waren ganz auf die Vorwürfe und Anfragen seiner Kritiker ausgerichtet. Zweitens, ich habe persönlich Herrn Professor Kasper, den theologischen Herausgeber dieses Bandes, eine 1/2 Stunde Diskussion mit Eugen Drewermann angeboten. Eugen Drewermann hatte zugesagt, Professor Kasper war nicht dazu bereit. Drittens, ich habe zuverlässige Informationen, dass sowohl Professor Kasper wie auch der andere Herausgeber dieses Bandes, der Psychotherapeut Professor Görres, eine Podiumsdiskussion, die in Herford stattfinden sollte, abgesagt haben. Die Begründung von Professor Görres lautete, er halte Drewermann nicht für diskussionsfähig. Er sehe in Drewermann einen Menschen, der der Logik nicht mächtig sei oder sie sogar verachte. Und mit solchen möchte er, Görres, nicht diskutieren. So rum also stand es mit der Gesprächsbereitschaft und zwar des Öfteren. In einer Kirche, die sich selber als sichtbares Zeichen des Heils versteht, scheint kein Mittel zu schäbig, um einen unbequemen Priester mundtot zu machen. Ich trete in Wirklichkeit ein für eine Kirche, die Glauben nicht als eine tote Lehre bringt, sondern als eine Existenzvermittlung. Und ich habe die Hoffnung, dass sich das begreifen lässt. Ob man mich aus der Kirche herausdrückt, ist eine Frage für mich zweiten Ranges. Aber das Anliegen, das ich vertrete und das viele Menschen offensichtlich auch erreicht, noch nicht genug, nicht wirksam genug, sicher, auch zu wenig überzeugend für viele, aufgrund eigener Begrenztheiten. Wenn aber dieses Anliegen selber torpediert würde, wäre das ein großer Schaden für die Kirche. Und das bedeutet mir viel mehr als die Frage, was aus mir wird. Ich hänge sehr an der Kirche und ich möchte Priester sein für diese Kirche. Nur man kann nicht, was man versucht, den Theologen vom Priester trennen.
eben diese Zweigleisigkeit, dass Priester dauernd Dinge tun müssen, die sie nicht denken dürfen. Oder wohl denken dürfen, aber nicht sagen dürfen. Oder wohl sagen, aber nicht schreiben dürfen. Und dass wir eine Zwei-Stande-Kirche haben, in der oben die Wahrheit im Amt lebt und unten die Erfordernisse einer Basis, die darin gar nicht mehr sich austauscht und reflektiert. Diese Merkwürdigkeiten müssen wir überwinden. Und dafür möchte ich eintreten. In der Kirche oder außerhalb der Kirche. Das muss sie wissen, als Priester oder mit einer Form von Leben, mit der ich mich nie verglichen habe, die aber der Not gedrungen sein würde, mit fast prophetischem Zorn. In jedem Falle denke ich, dass ein lebendiger Mensch mehr wert ist und nützlicher als ein totgemachter Priester.